Servus und herzlich willkommen bei Farming Simulator Dig. Heute ist Dienstag und das ist mein Dienst des Tages. Heute kommen zwei Mappen zur Vorstellung. Eine neue und eine hat ein Update bekommen. Download-Links und Timecodes sind unten in der Beschreibung. Sollte ich eine Map nicht gesehen haben, schreib sie mir bitte in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, weil dann bekommst du immer die neuesten Infos. Und jetzt viel Spaß bei der Vorstellung. Willkommen auf der Qualov. Die Karte ist für Singleplayer konzipiert. Sie hat 24 Grundstücke, einen Kuhstall, dann Ferkel, also Schweine, dann haben wir die Kuhweide hier, auch eine Kuhweide. Schafe, Ferkel, eine BGA ist nicht vorgesehen. Dann haben wir hier einmal das Sägewerk. Ja, klein aber fein. Schaut aber gut aus soweit. Fahrzeuge haben wir keine. Aber dafür ja, für eine kleine und ausreichende Verkaufsstellen. Und es gibt sogar Verträge. Wow, finde ich sehr schön. Allgemein die Map. Ja, ein bisschen hügelig, aber nur geringfügig. Das Straßensystem ist auch interessant gemacht, würde ich sagen. Weil es ist vor allem im Dorf hier sehr verwinkelt. So, die Feldpreise, ja, sie passen so wie sie sind. Von Haus aus hat man nichts, aber man kann sich das zum Beispiel um 0 kaufen. Finde ich cool. Okay, wie gesagt, für maximal 2 Spieler. Post ist vorhanden und noch was. Es kann keine BGA hinzugefügt werden. Steht in der Beschreibung. Nicht bei mir melden oder mich nicht kritisieren, bitte. Also, das war die Qualov und siehst du eine kleine hübsche Map. So, wir sehen uns die nächste Map an. Grüße auf der Helvetia. Die Seite basiert auf dem Kanton Bern. Ein Gebiet in der Schweiz. So. Okay. Also, es gibt keine Startfarm. Die Idee ist, dass sich jeder vom Klein nach Groß hinaufarbeitet. Finde ich richtig gut. Die Map ist im Singleplayer als auch im Multiplayer-Modus getestet. So, Fehler wurden keine gefunden dabei. Die Map ist Seasons Mod fähig. Dann es gibt einige Global Company Produktionen auf der Map. Der Release ist in der V1.0.1 und das Ganze ist vom Lamai. Die Preise sind in Ordnung. Und zur Info, es ist eine Vierfach-Map. Das heißt, keine Fahrzeuge. Aber es gibt Felder. Ja, es gefällt mir.
Das macht Laune. So. Wie gesagt, Vielfachmap, die Felder sind von Haus aus auf einen Hektar begrenzt. Okay. Also, wenn bei mir die FPS auf 30 runtergehen, heißt das was. Meine Grafikkarte ist nicht gerade schwach. Also, ja. Okay. Sei wie es sei. Also, die Karte ist nicht flach, aber nicht bergig. Sie ist auch aber nicht. Sie ist aber auch nicht hügelig. Aber es gefällt mir. Da haben wir anschauen. Da ist Feld 26. Das kann man quasi so vergrößern sogar, wenn man möchte. Finde ich in Ordnung. Das heißt, man muss pflügen. Ist aber auch vorgesehen vom Mapper, so wie ich das gesehen habe. Nun ja, Flugzeuge fliegen auch. Tabakfädelung. Sehr schön. Haben wir. Ah, das suche ich. BGA mit zwei Fasilos. Schaut nach der Standard-BGA aus. Es gibt auch genug Forst. Ich suche jetzt mal das Sägewerk. Oh, okay. Okay, Sägewerk. Oh, 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 oh. Kleiner Fehler, aber gut. Pellets. Sägewerk schaut auch, ja, sagen wir, gut aus. Also. Die Idee, dass die Felder alle, was zum Kaufen sind, einen Hektar groß sind und man sich dann hocharbeitet bzw. pflügen muss, finde ich eine gute Idee. Es ist einmal was anderes als jeder andere. Ja, gut, nicht jeder andere Mal. Aber die Felder sind nicht von Haus aus vorgegeben. Also man kann sich die Felder selbst quasi so bauen, so wie man sie will. So. Das war's dann auch mit der Vorstellung für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.